Also das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde in die Verwaltung gehen und allen Mitarbeitern dort erstens das Du anbieten, wenn sie es denn möchten, und jeweils die Mitarbeiter fragen, was aus ihrer Sicht zu machen ist, was ihr größter Wunsch ist, um die Verwaltung effizienter laufen zu lassen. Ich bin jemand, der sehr schnell Dinge erlernt. Natürlich kann ich jetzt noch nicht den ganzen Überblick haben. Den kann man nur haben, wenn man schon im Amt ist. Ich bin mir aber sicher, dass es sehr, sehr schnell gehen wird. Und von der Wahl bis zum tatsächlichen Amtsantritt vergehen ja auch noch ein paar Monate. Und ich bin mir sicher, dass ich in den paar Monaten so viel an den Abläufen schon mitkriege, dass dann dort ein relativ nahtloser Übergang vonstatten gehen kann. Also ich könnte natürlich jetzt hier 50 bis 100 Themen auflisten, was ich alles machen möchte, aber ich finde das ist eigentlich total unseriös, weil ich als Bürgermeister kann nicht alleine alle Dinge entscheiden. Ich kann natürlich Dinge mit vorschlagen, das ist klar. Ich kann auch sagen, was ich möchte, aber ich finde, das wäre ein bisschen respektlos gegenüber den Stadtverordneten, wenn das ganze Programm der Stadt nur auf mich als Bürgermeister ausgerichtet werden würde. Sonst könnten wir uns ja auch gleich einen König zulegen, der alles selber entscheidet. Deswegen gibt es einige wenige Themen, wo ich sage, die sind nicht politisch und die betreffen eher die Verwaltung und die möchte ich angehen, weil dort die PolitikerInnen aus der Stadtverordnetenversammlung eher keine Entscheidungen treffen können. Aber bei allen anderen Dingen möchte ich klar dann auch die Stadtverordneten mit einbeziehen und die Entscheidungen treffen lassen. Mein größtes Anliegen wird sein, dass die Verwaltung effizienter aufgestellt wird. Das heißt, die Abläufe innerhalb der Verwaltung müssen digitaler sein und dadurch effizienter werden. Das heißt aber auch, dass der Kontakt von BürgerInnen und Politik zur Verwaltung effizienter und verlässlicher gestaltet wird. Und dafür gibt es einfach sehr viele computergestützte Systeme, die das Ganze besser laufen lassen. Also ein zentrales Anliegen für mich wird sein, eine Art Bürger-App einzuführen. Das heißt, dass alle BürgerInnen ihre Anträge direkt über eine App in der Verwaltung stellen können. Das heißt, Gänge zur Stadtverwaltung, zum Rathaus sollten eher die Ausnahme sein oder ganz abgeschafft werden. Über so eine App kann man aber dann eben auch Bürgerbeteiligung viel effizienter gestalten. Das heißt, wir können zum Beispiel Foren gründen. Ich als Bürgermeister, als Vertreter der Stadt starte ein Thema. Wie stehen Sie zu einem neuen Projekt? Und dort können dann BürgerInnen direkt miteinander kommunizieren, müssen sich eben nicht mehr unbedingt treffen bei einer Versammlung. Und dann kann die Stadtverwaltung in der Umkehrschluss von dort auch die Meinungen mit in die eigenen Prozesse einbeziehen. Was mir auch noch ganz wichtig ist, dass der Verkehr sicher für alle Teilnehmer gestaltet ist. Das heißt, für all diejenigen, die sich auch gerne ein Angebot wünschen, jenseits des Kfz, möchte ich Radwege installieren. Das heißt, sowohl in der Kernstadt, dass wir ein sicheres Angebot auch gerade für SchülerInnen haben, aber natürlich auch für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr mit dem Kfz fahren wollen. Da gibt es durchaus viele, die das sich wünschen, und da möchte ich ganz klar dafür stehen, und da darf ich dann auch danach gerne dafür verantwortlich gemacht werden, dass hier eine Radinfrastruktur geschaffen wird. Und um nicht die Stadtteile zu vergessen, werde ich auch dafür sorgen, dass alle Stadtteile angebunden sind. Es kann nicht sein, wie es heutzutage der Fall ist, dass man von manchen Stadtteilen in andere Stadtteile oder in die Kernstadt oder in die anliegenden Kommunen ausschließlich über ungepflegte Schotter- und Matschwege kommt, die im Winter komplett katastrophal sind. Da werde ich definitiv für eine sinnvolle Lösung sorgen. Also ich möchte zum einen einen kollegialen Führungsstil pflegen.
Und vor allem möchte ich die MitarbeiterInnen in der Stadtverwaltung dazu motivieren, auch eigene Ideen mit einzubringen. Das kann dann durchaus heißen, dass man auch mal, ich sag mal, eine Fehlidee hat und vielleicht mal mit irgendwo ein bisschen aneckt. Aber das ist mir lieber, dass die eigene Kreativität dort mit gefördert wird, als dass irgendwie einer ganz oben alles entscheidet. Das heißt, ich möchte da schon gewisse Freiräume schaffen für Kreativität, bin aber im Umkehrschluss natürlich auch als Chef der Verwaltung bereit, dann mich hinter meine Angestellten in der Verwaltung zu stellen und denen den Rücken frei zu halten und nicht im Zweifelsfall die Schuld irgendwie auf einzelne Mitarbeiter zu lenken.